glaube, da ist etwas. Hallo? Sind Sie weg? Eine Brandbombe vom Kopf der Anti-Odin-Propaganda während Dürrlins Rebellion. Sie war ziemlich brillant, bis sie zu weniger subtilen Mitteln des Widerstands griff. Dafür brauchen wir mehr Spezial. Oh wow. Sindri hat mich übertrieben mit der Empfindlichkeit. Das sieht doch gut aus, oder? Nicht wie ein Wohnhaus. Wenn er hier ist, sollte ich vielleicht das Reden übernehmen. Du. Na, er soll keine Angst vor uns kriegen. Du bist ein Hühner mit einem abgetrennten Kopf am Gürtel. Nur zu. Stimmt irgendwie. Also gut. Ist er das? Hallo? Seid auf der Hut. Offenbar sind Eindringlinge unterwegs. Oh, das sind bestimmt wir. Tja, wenn ihr vorhabt, mich zu töten, lasst mich erst mein Lied beenden. Dieser Alarm war genau der perfekte Ton. Wir suchen nur nach einem Freund von uns. Er heißt Dürrlin. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Dürrlin hat keine Freunde mehr. Aber wenn ihr das wollt, nehmt diesen Weg dort hinten. Dann seht ihr das Sicherheitsbüro gleich jenseits des Flusses. Aber macht uns anderen bitte keinen Ärger. Und während ihr durch diese Welt reist, räumt ihr vielleicht das Chaos von diesem Kopf weg. Welches Chaos? Erklär ich später. Ich will von diesem Chaos hören. Die Maschinen in der Bucht. Warum fragst du nicht den arroganten Schädel? Kopf! Ich habe Haut! Aber er hat recht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir sollten sie ausschalten. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt.
Wirklich? Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Bei Sindri klang es, als wäre Durlin eine Art Rebellenanführer. Aber ihm scheint niemand zu folgen. Wäre ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder. Da hinten war ein Dock. Vielleicht liegt dort ein Boot, mit dem wir zu Dörling kommen. Keine Zeit für einen Trunk, Bruder. Dürrlins Büro ist nur eine kurze Bootsfahrt entfernt. Warte, ist das immer moralisch, etwas zu töten, das dich töten will? Halt, bereit machen zum Kampf. Go.
Gleich bei den Felsen. Hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Na, die verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäulen. Aber wenn du jetzt nicht erkunden willst, zu Dödlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Und wo lang gehen wir? Wir könnten uns vor Tirs Rettung noch vorbereiten. Liegt bei dir. Mimir, hast wirklich du diese Maschinen bauen lassen? Odin wollte die Zwerge unter Kontrolle haben und, tja, ich überzeugte ihn, sich ihre Loyalität zu erkaufen, anstatt sie einzufordern. Eine Art Handel. Die Drachenskulptur ist nicht schlecht. Ja!
rechte Seite, Kratos! Das höre ich nicht zum ersten Mal, muss ich sagen. Thank you.
Wir brauchen dafür wohl Spezialausrüstung. Da ist etwas. Eine Pause vor dem Besuch bei Dürlin? Sehr weise. Er kann anstrengend sein. Der Maschinen? Dieser Rauch über uns? Dort wollen wir hin. Mal sehen, ob wir sie abschalten können. Oh, hier gibt es viel zu entdecken. Schön, eine Weile aus Midgard raus zu sein, hm? Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Go!
Wahrscheinlich vollgestopft mit hilfreichen Materialien. Ich würde alles nehmen, was sie hergibt. Zwerge einen Handel mit Asgard schlossen. Was ist daran schlimm? Der Handel ist reine Ausbeutung. Es war ihre Wahl. Arbeitet oder sterbt ist keine Wahl. Ich hab's nur so aussehen lassen. Was du da hast, ist reines Svartalfame-Erz. Es wird in der Maschine nicht mehr von Nutzen sein. Aber vielleicht können unsere Huldu-Brüder was draus machen.
Vater, was war das Größte, das du je bekämpft hast? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht mehr? Warum fragst du? Weiß nicht, damit wir vergleichen können. Das hier ist kein Wettstreit. Naja, noch nicht. Ist das etwas Wartalfheim-Schlacke? Gib die her! Danke fürs Einsammeln. Das bringt Schmerzen. Was darf ich fertigen? Hey, was ist mit den Rüstungen passiert, die wir dir schon gemacht haben? Hab sie benutzt. Tja, vielleicht kannst du auf diese besser aufpassen. Werde ich nicht. Pass auf! Das nehme ich dir gern ab und wasche es. Das Ding gehörte einem Rebellen, oder? Arme Seelen. Die Asen zu bekämpfen ist eine undankbare Aufgabe, wie ihr wisst.
Nein. Immer noch hier? Was? Die Insel in der Nähe des Geysirs. Wir müssen den Schlüssel von dort holen und diese Tür aufschließen. Wir müssen, ich muss, einen sehr alten Fehler wiedergutmachen. Verdammte Draugar-Löcher! Wir müssen diese Untoten-Viecher alle auslöschen! Erst schnell! Du brennst, Kratos! Es geht vorbei! Hinter dir! Pass auf! Was ist hinter der Tür? Ein Gefangener, sozusagen. Wie sind diese Anlagen entstanden? Ich ließ sie bauen, um Erz für Bewaffnung abzubauen. Also quasi, um Ressourcen zu sammeln, die sonst an die Zwerge gegangen wären. Glaubst du, dass ohne die Dinger die Zwerge unabhängig werden? Ich weiß es nicht. Aber ich muss irgendetwas versuchen. Ymir, wie viele Geschichten hast du über Odin und Thor erzählt und all ihre bösen Taten? Mal sehen, an wie viele wir uns erinnern. Vater braucht wohl eine Gedächtnisauffrischung. Mein Gedächtnis braucht keine Auffrischung. Sie überfielen unser Zuhause. Ja, aber ich rede von der Vergangenheit. All die anderen, die sie verletzt haben. Mal sehen. Also, da war Tamu. Genug. Das setzen wir später fort. Der Schlüssel zu dieser Wachturmtür sollte irgendwo auf dieser Insel liegen. Scheusale. Wo kommen die alle her? Ja. Erwischt! Scheusale. Wo kommen die alle her? Ja!
hinter dir! Vorsicht! Zerstör das Nest! Nimmt das kein Ende! Hier unten wirkt der Boden schwach. Dieses Zahnrad, es würde einfrieren. Vielleicht kommen wir mit dem Aufzug höher. Von da oben wäre der Boden leichter zu durchbrechen. Von da oben den Boden durchbrechen? Das ist der richtige Schlüssel. Jetzt müssen wir zum Wachturm an der Küste gehen. Was verheimlichst du? Ich bin nicht nur an den Bergbaumaschinen in Svartalfheim schuld. Jeder hat seine Geheimnisse. Manchmal ist es der einzige Weg, um seine Lieben zu schützen. Ich kenne dich, Göttermörder. Was genau wollt ihr von mir? Ist das ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Du willst doch keinen Krieg. Oder, Kratos? All das Blut an deinen Händen. Den Händen deines Sohnes. Was ist es, das du verheimlichst? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir einfach vertrauen. Wir folgen all deinen Launen. Du glaubst an nichts davon. Und doch folge ich dir. Denn alles, was zählt, ist, dass du sicher bist. Das allein ist nicht alles. Wer beschützt dich denn? Du musst mich nicht beschützen. Bist du dir sicher? Falscher Gott! Nimm
Allvater! Der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Was bitte weißt du schon über Göttlichkeit? Bist du in deinem Leben jemals von jemandem verehrt? Angebetet? Geliebt? Kannst du dir so eine Liebe überhaupt vorstellen? Nein! Dich interessiert nichts, was über dich hinausgeht. Über das Monster, das tötet, ganz ohne Grund. Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Wir schmieden unser eigenes Schicksal.